Du glaubst, du bist allein. Du fühlst dich sicher. Du möchtest nur in Ruhe dein Hörspiel genießen. Bist du bereit? Geisterschocker. Folge 2. Spuk im Klippenhaus. Kann man nichts machen. Der Wagen springt nicht mehr an. Was soll das heißen? Ja, dass der Wagen nicht mehr angeht. Er ist aus. Ich weiß nicht, was es ist, aber etwas scheint kaputt gegangen zu sein. Das gefällt mir gar nicht. Wieso? Na, wir sind hier allein draußen. Keiner kann uns hören und mein Handy hat keinen Empfang. Deins? Nö. Warum sollte es auch hier in der Einöde Empfang haben? Johanna, Liebling, deswegen sind wir aus der Stadt raus, um einmal schön entspannen zu können, weit weg von Technik, Nachrichten und Ach, aber der Wagen muss doch nicht am ersten Tag unseres Urlaubs, dazu noch bevor es dunkel wird, kaputt gehen. Hättest du dir den See nicht anschauen wollen? Du hast mich reingeworfen. Hätte ich den Wagen nicht ausgemacht und wir wären noch immer auf der holprigen und löchrigen Landstraße unterwegs. Ach, und jetzt fängt es zu allem Überfluss auch noch an zu regnen. Tja, das ist nicht sehr schön, aber damit muss man leben. Was ist das? Was meinst du? Brennt dort oben nicht ein Licht? Ja, Liebling, du hast recht. Auf der Klippe dort oben, verborgen hinter den Bäumen und Sträuchern, scheint es ein Haus oder ähnliches zu geben. Komm, wir laufen mal hin. Durch den Regen? Willst du sitzen bleiben? Boah, Regen ist immer so kalt und nass. Dann bleib hier im Wagen. Ich werde schnell zum Haus hinauflaufen und mal sehen, dass wir den ADAC herbekommen. Ich drück dir die Daumen. Na dann, gutes Gelingen, Henny. Bis gleich, mein Schatz. Mhm. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Machen Sie schon auf. Ich werde nass bis auf die Knochen. Der Regen wird doch immer schlimmer. Nun öffnen Sie doch. Ich komme ja schon. Na, endlich. Ich dachte schon, ich muss ohne gute Nachrichten zurück. Was wünschen Sie? Ich habe eine Autopanne unten unterhalb der Klippen. Der Wagen springt nicht mehr an und ich habe gehofft, dass Sie mir vielleicht helfen können. Ich bin kein Mechaniker. Ich bin Portier, wenn Sie wissen, was das ist. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass Sie den Wagen reparieren sollen. Aber Sie wollen meine Hilfe. In Form eines Telefons. Ich möchte den ADAC anrufen, damit dieser mich und meine Frau abholen und den Wagen abschleppen kann. Ihre Frau? Ja, sie sitzt unten im Wagen. Warum fragen Sie? Nur so.
Und? Haben Sie nun ein Telefon? Nein. Na prima. Dann kann Ihnen ja auch nicht mehr geholfen werden. Hey! Was soll denn das? Machen Sie auf, sofort! Was gibt es denn noch? Sie können mir doch nicht so einfach die Tür vor der Nase zuschlagen. Kann ich. Haben Sie doch gesehen. Wollen Sie denn meiner Frau und mir nicht ein Dach über dem Kopf anbieten? Nein. Schöne Manieren sind das. Haben Sie Ihre Ausbildung gemacht? Im Schloss des Grauens bei Dummköpfen und Miesmuscheln? Beleidigungen helfen Ihnen auch nicht weiter. Haben Sie doch ein Herz. Meine Frau friert sicher. Außerdem hat sie Angst vor dem Gewitter. Ich habe kein Herz. Sie sind ja fester als jeder Granit auf dieser Erde. Sehen Sie, ich arbeite in einer Baufirma. Und ich könnte Ihnen sicherlich zu einem schönen Anstrich Ihrer Absteige verhelfen. Vergünstigt. Kommen Sie schon. Mir ist kalt und ich glaube, dass sich das Regenwasser schon in meinen Schuhen sammelt. Ich kann keine Gäste gebrauchen. Verstehen Sie das doch? Das würde ich ja, wenn ich nicht so nasse Füße hätte. Sie bleiben draußen. Na toll. Zu vergessen. Der Blödmann hat mir einfach die Tür vor der Nase zugeworfen. Hat der kein Herz für Autopannen? Für die vielleicht schon, aber nicht für die, die unter der Autopanne leiden. Ja, und nun? Werden wir wohl eine unruhige und sehr kalte Nacht im Auto verbringen müssen. Obwohl was? Ich kenne eine ganz alte Methode, wie einem schnell wieder warm wird, obwohl man im Kalten ist. Untersteh dich. Was mache ich denn? Ich mag das nicht. Nimm die Hand weg. Ja, meinst du, dass uns hier einer sehen könnte? Irgendwie ist mir nicht wohl. Ich habe das Gefühl, als ob uns etwas beobachten würde. Ein Spanner hier? Bei dem Wetter? Hör doch nur, wie der Wind heult. Traut sich keiner auf die Straße. Henning? Ich weiß ja nicht, ob es was zu bedeuten hat, aber ich bin mir ganz sicher, dass die schwarze Wolke, die da auf uns zugeflogen kommt, eindeutig gegen den Wind treibt. Welche? Na, die da oben zu sehen ist. Das stimmt. Alle anderen Wolken fliegen Richtung Norden. Diese fliegt in den Osten, genau auf uns zu. Jetzt zerfasert sie leicht. Es ist, als ob sie nur noch aus Rauch bestehen würde, der langsam auseinandertreibt. Was das wohl zu bedeuten hat? Ich kann's dir nicht sagen. Und weißt du was? Nein. Aber du wirst meine dunkle Dummheit sicherlich gleich mit dem Blitzen und Leuchten deiner Intelligenz vertreiben. Die schwarze Wolke kam direkt von den Klippen. Auf! Was ist denn los? Da ruft einer um Hilfe! Da ruft keiner. Das ist der Regen und der Wind. Nein, ganz bestimmt nicht. Ich habe jemanden um Hilfe schreien hören. Henning, wach schon auf! Ich bin müde, ich bin kaputt und durchgefroren bin ich auch. Bitte, Liebling, lass mich schlafen. Also, da ist jemand. Dann schau doch nach, wer da ist. Mich interessiert es. Kann's halt nicht. Du bist ein Blödmann, Henning, ehrlich. Da schreit einer um Hilfe und du willst nicht mal nachsehen, wer es ist. Was bist du bloß für ein Mensch? Ein Müder. Ach komm, wir steigen aus. Es ist mitten in der Nacht. Da gehe ich nicht raus. Bitte. Mann, alte Nervensäge. Ja, willst du nicht mitkommen? Ich habe Angst im Dunkeln. Und ich nicht, oder was? Du bist ein Mann. Ach.
und du eine moderne Frau. Und als diese willst du die gleichen Rechte haben wie ein Mann. Also musst du auch mit dem Mann, dem du gleichgestellt sein willst, in die Nacht hinausgehen. Da sonst die ganze Emanzipation für die Katz ist, wenn du auf einem Unterschied zwischen dem Mut der Männer und der Frauen bestehst. Du redest Blödsinn und er ist gewaltig. Warum machst du die Tür wieder zu? Ich habe keine Lust, allein durch die Dunkelheit zu schleichen. Da war's wieder. Hörst du? Ja, jetzt habe ich es auch gehört. Und? Was sagst du? Dass wir ganz schnell wieder die Augen schließen sollten, um zu schlafen. Du willst nicht helfen? Nur wenn du mitkommst. Na schön, wenn es sein muss. Muss es. So habe ich mir das vorgestellt. Nachts unterwegs auf der Suche nach den Hirngespinsten meiner Frau, die in meinem Urlaub nichts anderes zu tun hat, als sich von der frischen Luft den Kopf vernebeln zu lassen. Kotzen könnte ich. Das waren keine Hirngespinste. Du hast selber zugegeben, dass du den Hilfeschrei auch gehört hast. Ich habe mich wohl getäuscht. Na warte doch! Von wo soll denn der Schrei überhaupt gekommen sein? Hier ist weit und breit gar nichts. Sind wir nicht schon wieder am See? Keine Ahnung. Man sieht die Hand vor Augen ja nicht. Mist, verdammt. Das musste jetzt ausgerechnet noch passieren. Hast du mir doll weh getan? Ach, danke der Nachfrage. Was stehst du überhaupt da so rum? Hilf mir lieber wieder auf. Ungern, mein kleiner Schlammpirat. Danke. Ist da jemand? Ja. Hallo? Da waren die Schreie wieder. Na gut. Die kamen von da drüben, glaube ich. Bei dem Wind und dem Regen kann man kaum noch feststellen, wo die Geräusche alle herkommen. Es kam vom See, eindeutig. Hallo! Wo sind Sie denn? Hallo! Komm, lass uns dichter an den See gehen. Da ist es noch feuchter und noch rutschiger. Da werde ich erst recht hinfallen. Das will ich nicht. Dann nehme ich an die Hand. Lass das. Siehst du jemanden? Es ist nicht mehr weit bis zum See, aber es scheint niemand in der Nähe zu sein. Hilfe! Da ist doch einer. Ich habe es ganz deutlich gehört. Es war mir, als ob etwas ganz dicht an meinem Ohr gewesen wäre. Und doch sehen wir niemanden. Doch, wartet mal. Siehst du? Da hinten. Ein kleines Ruderboot. Aber was macht denn da jemand mitten in der Nacht? Mitten in der Nacht auf dem See? Blödsinn, wie ich vermute. Komm, schnell hin. Henning! Nichts passiert. War das knapp. Was war denn das? Was ist da in die Erde gefahren? Was geht hier vor? Ich will wieder ins Auto. Ja, gute Idee. Dann komm. Doch nicht gut, dass wir hier raufgegangen sind. Das Haus sieht noch düsterer aus als die Nacht am See. Jetzt hab doch nicht so eine Angst, Liebling. Ich weiß selber, dass das alles andere als schön ist, was wir hier erleben. Aber wenn wir Stimmen hören, die uns zu verfolgen scheinen und wir nass bis auf die Haut werden, müssen wir versuchen, diesen Portier davon zu überzeugen, uns doch in sein Haus hineinzulassen. Mir gefällt die ganze Gegend nicht. Ich hab auch schon schönere Orte gesehen, wenn ich ehrlich bin. Aber was soll's? Ich will nicht frieren. Hey, mach schon auf, Alter! Die Nacht ist viel zu kalt, als dass man uns hier draußen stehen lassen kann.
Genügend Krach habe ich ja gemacht. Er soll uns bloß reinlassen. Nun doch. Ja, ich friere, ich bin müde und mir ist gleich, wo ich den Rest der Nacht verbringe. Das ist gut, dass du das sagst. Denn der gute Portier erinnert mich etwas an Frankensteins Monster. Er ist nicht sonderlich hübsch und seine stechenden Blicke scheinen einem genau auf die Seele zu schauen. Ich will ihn ja auch nicht heiraten, sondern nur ein warmes Bett von ihm. Was soll diese nächtliche Ruhestörung? Es tut uns wirklich sehr leid, aber wir brauchen dringend ein Dach über dem Kopf. Wir sind schon nasser als die begossenen Pudel. Warum laufen Sie auch bei Nacht durch den Regen? Na, Sie machen mir Spaß. Irgendjemand schreit da draußen um Hilfe und da soll man dann noch ein Auge zutun. Wer schreit um Hilfe? Irgendein Mann. Wir haben ihn nicht gesehen. Haben Sie denn gesucht? Na, Sie sind ja reizend. Raten Sie mal, warum wir so nass sind. Ja, so kann ich Sie wirklich nicht draußen lassen. Sie holen sich ja noch eine Lungenentzündung weg. Kommen Sie rein. Ich habe noch eine Familie zu Gast. Seien Sie also leise. Die Herrschaften liegen gerade im Streit und ich will nicht schuld daran sein, dass die eben begonnene Ruhe wieder zerbricht. Sind Sie von der Polizei? Nein, ich bin Hausrestaurator. Habe ich Ihnen doch schon vorhin gesagt. Die Dame der kleinen Gesellschaft ist gerade zum See gegangen. Bei dem Wetter. Was zerrst du so an meinem Arm? Psst, da war doch jemand am See. Ja schon, aber... Haben Sie die Dame gesehen? Ja. Nein. Jetzt verwirren Sie mich. Naja, vielleicht haben wir doch jemanden gesehen. Wir wissen es nicht genau. Auf dem See schwamm ein kleines Ruderboot und es schien jemand drin zu sitzen. Mehr können wir nicht sagen. Interessant. Bitte kommen Sie. Die Betten habe ich heute frisch aufgeschüttelt. Sehr freundlich von Ihnen. Das ist wirklich sehr nett. Ich bin ja kein Unmensch. Das hätte sich auch nie jemand getraut zu sagen. Wo können wir unsere Sachen trocknen und uns aufwärmen? Folgen Sie mir. Hier entlang. Von außen sieht alles viel düsterer aus. Hier kann man sich ja richtig wohlfühlen. Einziehen will ich hier nicht. Sollst du ja auch nicht, Spinner. Sieh doch nur die schön tapezierten Wände und die wirklich toll gemalten Bilder. Da ist ein wirklicher Meister am Werk. Mag sein. Warum so maulig? Weil mir das nicht gefällt. Warum sollte die Dame unserer feinen Gesellschaft allein auf den See hinausfahren? Und wer ruft da die ganze Zeit um Hilfe? Hier. Da ist ihr Zimmer. Oh, danke. Nichts zu danken. Im Schrank finden Sie Handtücher. Im Badezimmer gibt es eine Waschschüssel. Soll ich das Wasser aufwärmen? Nein, brauchen Sie nicht. Wir sind zurzeit Koma gewohnt. Dann gute Nacht. Ein seltsamer Typ. Ach, er hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber er hat uns wenigstens ins Haus gelassen. Auf jeden Fall besser, als im Auto zu schlafen. Und die Betten sehen auch ganz gemütlich aus. Was sehr vielversprechend klingt. Nicht, dass du einschläfst, Liebling. Es würde mir doch niemals passieren. Oh, niemals. Johanna, du schläfst nicht ein, wenn du dich auf die Seite drehst. Oh, ganz bestimmt nicht. Henning? Soll das ein Spiel sein, Henning? Also darauf habe ich keine Lust, wirklich nicht. Komm jetzt lieber mit ins Bett, kuschel dich an und schlaf mit mir gemeinsam ein, damit wir morgen dann in aller Ruhe den ADAC holen können. Henning? Henning? Schatz, ist etwas. Hey, Johanna, mach doch nicht so alberne Scherze mit mir. Ich war gerade dabei, mich zu entspannen. Johanna, verdammt, was ist denn geschehen? Sag doch was, Liebling.
Sag doch was. Mach hier keinen Blödsinn, Schatz. Verdammt, warum ist es denn so kalt hier auf einmal? Kann mir das einer mal sagen? Liebling, geht's dir wieder gut? Sag doch schon. Was ist los? Du bist ja weiß wie eine Wand. Hast du das Mädchen denn nicht gesehen? Welches Mädchen? Na, das Mädchen, das hier im Zimmer war. Hier? Bei uns? Ja, wo denn sonst? Liebling, du weißt, dass ich dich liebe und auch vergöttere, wenn es mir Vorteile bringt. Aber jetzt muss ich dir ehrlich sagen, dass bei dir nicht nur eine Schraube locker ist, sondern eine ganze Palette Schrauben aus dem Regal gefallen ist. Lass deine blöden Witze. Ja, so ernst war ich noch nie in meinem Leben. Aber ich schwöre dir, da war ein Mädchen. Ich lag hier, so wie jetzt. Und da kam es auf mich zu. So blass und kalt und so allein und verängstigt. Ich muss es verscheucht haben, nachdem ich so erschrocken war. Ich habe keine Tür klappen hören, Engelchen. Dieses Mädchen brauchte keine Türen. Nicht? Nein. Und warum nicht? Weil sie ein Geist war. Schatz, das glaube ich nicht. Wenn ich es dir doch sage, da war eindeutig ein Mädchen. Irgendwie leuchtend und von weißem Nebel umgeben. Du warst müde, du bist ausgelaugt. Der See hat uns beiden nicht gut getan. Komm, leg dich wieder hin. Wir beide sollten schlafen, hörst du? Einfach einschlafen und nichts weiter tun, als zu beten, dass wir morgen früh wieder frisch und munter aufwachen. Ich kann nicht schlafen. Kuschle dich an mich, dann wirst du schlafen können. So ist es. Henning? Ja? Da war doch was. Henning? Schläfst du schon? Was meinst du? Da hat einer um Hilfe geschrien. Hier im Haus? Wo denn sonst? Das hätte ja auch vom See kommen können. Ach, rede keinen Blödsinn. Los, steh jetzt auf. Soll ich schon wieder alleine aufbrechen, um nach deinen Fantasien zu schauen? Komm, lass uns weiter schlafen. Die Sonne ist gerade eben erst aufgegangen und sie will sicherlich nicht, dass wir so früh den Tag beginnen. Na toll, jetzt habe ich es auch gehört. War der Portier. Ah, klang ganz so. Komm! Ich muss mir noch eben schnell die Hose anziehen. Dir wird schon nichts aus der Büchse fallen, wenn du diesem Portier in Unterhosen begegnest. Also ich möchte mal sehen, wie du dich anstellst, wenn du keine Hose anhast und am frühen Morgen jemanden zur Hilfe eilen sollst. Können wir jetzt endlich? Klar. Hilfe! Da liegt er, siehst du? Wie ist denn das passiert? Ich weiß nicht. Plötzlich ist der Kronleuchter von der Decke gefallen. Ich wollte ihn säubern, als er sich löste und mich fast erschlagen hätte. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Danke. Keine Ursache. Könntest du auch einmal mit anfassen, Johanna? Natürlich. So ist gut. Nur noch ein kleines Stück. So, jetzt können Sie wieder aufstehen. Gut, dass ich Sie hier habe, junge Frau. Hätte ich Sie nicht hereingelassen, dann wäre ich wohl nicht auf die Beine gekommen. Wie gut, dass Johanna alles alleine gemacht hat. Auch Ihnen gehört mein Dank, Herr. Nennen Sie mich Henning. Wenn Sie meinen. Holen Sie bitte aus der Küche davon 2 Bretter und Messer. Ich werde mich darum kümmern, dass Sie etwas Schmackhaftes auf den Tisch bekommen. Das ist doch schon mal ein Versprechen. Bin gleich wieder da.
Wo sollen wir denn essen, Herr, gibt es einen vorgesehenen Raum? Folgen Sie mir bitte. Der Gang soll zum Speisezimmer führen. Mir erscheint er aber sehr düster. Einfach nur weitergehen. Bitte dort hinein. Aber ich möchte lieber auf meinen Mann warten. Ich hinein. Ach, nun werden Sie doch nicht gleich grob. Aua! Lassen Sie mich hier raus. Hey! Sie können doch nicht einfach abschließen. Hey! Schauen Sie sich nur um. Sie werden Interessantes entdecken. Und dem Ganzen endlich ein Ende bereiten. Ist das eine Küche, Schatz? Die musst du dir mal ansehen. Wenn wir wieder zu Hause sind, sollten wir uns auch so eine zulegen. Wo bist du? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Es kam von oben. Johanna! Hey, ihr beiden! Ihr könnt mich doch hier nicht allein lassen! Leute, das ist... Das war knapp. Wäre ich nicht zur Seite gesprungen, hätte mich die Vase erschlagen. Bescheuertes Haus. Hier ist man ja seines Lebens nicht mehr sicher. Ist da jemand? Hey! Hallo! Ist da jemand? So, auf solche Scherze habe ich keine Lust. Hört ihr? Ich will nichts anderes als meine Ruhe haben. Nicht nur, dass ihr mich um meinen Schlaf bringt. Jetzt spielt ihr auch noch blöde Scherze mit mir. Also, das ist alles andere als lustig, Leute. Da habe ich keine Lust drauf. Macht die Gitter sofort wieder hoch. Ich lasse mich von diesem Gefangenen nehmen. Ich werde kein Mörder sein. Wer ist da? Verschwinde. Ich will meine Ruhe haben. Zeig dich! Wir werden hier für immer glücklich sein. Glücklich? Hier? Für immer. Habt ihr mal mitbekommen, was hier alles geschieht? Nicht wahr, Gloria? Für immer werden wir unser Glück finden. Johanna! Ich will weg von hier, hörst du? Ich habe keine Lust mehr, länger in diesem Irrenhaus meine Zeit zu verschwenden. Zeit bedeutet hier nichts. Zeigen Sie sich endlich! Wo sind Sie? Am See. Meinem Auto. Bisher habe ich doch niemandem was getan und ich will auch weiter nichts tun. Lasst mich hier raus! Hier ist alles voller Erinnerungen. Was? Erinnerungen helfen zu verstehen. Wer ist da? Und sie tragen einem immer wieder die eigene Schande vor Augen. Hallo? Bitte helfen Sie mir. Hallo! Erinnerungen. Was soll das denn? Das alles nicht. Hallo? Sind Sie noch da? Hinter dem Bild ist so etwas wie eine Einbuchtung in der Wand und darin liegt ein Buch. Alt und verwittert. Der Umschlag ist schon ganz wellig. Das Papier vergilbt und brüchig. Und auf dem Bild sieht man eine kleine Familie. Frau und
Mann, so wie ein Kind. Wie zufrieden die alle aussehen. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Beruhige dich, Johanna, beruhige dich. Dir hat die Frau auf dem Bild nicht zugeblinzelt. Nein, nein, man hat dir nicht zugeblinzelt. Das macht so keinen Spaß. Ich komme hier nicht raus. Klebstein, hierher, sofort. Ich würde nie jemanden verraten, mein Herr. Klebstein? Das wissen Sie doch. Wie kommen Sie darauf, dass ich jemals mit dem Gedanken gespielt hätte, über das zu sprechen, was sich gestern Nacht hier ereignet hat? Niemals, niemals. Wie Sie wissen, mein Herr, ich kann das Telefon nicht einmal bedienen. Es tut mir um die gnädige Frau ebenso leid. Das müssen Sie mir glauben. Klebstein! Sind Sie hier? Mit wem reden Sie? Klebstein! Sie sollten nicht so schreien, mein Herr. Wo sind Sie, Klebstein? Das Kind könnte aufwachen. Seien Sie froh, dass ich Ihnen ein Dach über dem Kopf geboten habe, nachdem das Unwetter Sie und Ihre Familie überraschte. Nun gehen Sie bitte. Ich habe noch die Chronik des Hauses zu führen. Guten Tag. Klebstein, sind Sie hier? Seltsam. Hier ist er auch nicht. Dabei kam die Stimme eindeutig aus diesem Zimmer. Wie das hier aussieht. Ganz so, als ob gerade eben erst jemand eingezogen wäre. Ein Koffer liegt auf dem Bett und in dem Schrank hängen einzelne Kleidungsstücke. Sieht mir alles nicht sehr modern aus. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Hallo? Sie sind von der Polizei, nicht wahr? Der Portier hat Sie gerufen, nicht wahr? Wo sind Sie? Ich kann Sie nicht sehen. Hat der Portier Sie gerufen? Nein, ich bin selber nur Gast in diesem Haus. Warum glaube ich Ihnen nicht, Herr Kommissar? Warum nur? Weil Sie ein misstrauisches Bürschchen sind. Verschwinden Sie! Ich habe niemandem etwas getan. Wem was getan? Raus! Raus! Wo kommt denn auf einmal der Stuhl her? Hätte ich mich nicht geduckt, hätte er mich am Schädel erwischt. Raus! Was ist denn hier schon wieder los? Klebstein! Ach, endlich finde ich sie. Johanna ist verschwunden. Irgendjemand wirft mit Vasen nach mir. Mister, Sie sollten sich besser unter Kontrolle halten. Ich werde das Fenster auf Ihre Rechnung setzen. Klebstein. Herr Kommissar, bitte kommen Sie. Hier oben werden Sie nichts mehr finden. Es ist beinahe so, als ob er mich gar nicht gesehen hat. Aber wenigstens kann ich aus dem Fenster klettern und in den nächsten Ort laufen, um Hilfe zu holen. Vorsichtig. Nur nicht an dem Glas schneiden. So, jetzt nur noch kurz an der Fensterbank festgehalten. Sie schnüffeln ja immer noch, Herr Kommissar. Man sollte vorsichtig sein mit dem, was man tut. Portier will diese Eintragung am 17. Juli 1842 gemacht haben. Wie soll das denn gehen? Er muss sich verschrieben haben. Eine Familie kam bei Wind und Wetter hierher, blieb 2 Tage, um sich dann zu streiten, da das Mädchen immer wieder ungehörige Streiche spielte. Am See kam es dann zu einem Zwischenfall zwischen Mann und Frau. Die Frau weinte bitterlich, um dann abreisen zu wollen. Schließlich aber entschließt sie sich, mit ihrer Tochter an den See zu gehen. Und ertrinkt. Die Polizei wird verständigt und der Ehemann streitet alles ab. Er meint sogar, dass er seine Frau nach dem Streit nicht wieder gesehen hat. Schließlich zerschlägt er sogar das Fenster, nachdem er den Kommissar unten erblickt hat.
Warum zeigt der Portier mir dieses Buch? Bleib hier, du kleines Miststück. Hörst du? Niemand wird dich hier jemals finden. Deine Frechheiten wirst du dir noch einmal überlegen. Hey, du! Bist du nicht die Kleine, die mich heute Nacht angefasst hat? Hey, Kleine! Komm schon, ich will dir nichts Böses. Ich werde dir helfen, hier herauszukommen, wenn du mir nur sagst, was hier vor sich geht. Komm schon. Ich bin Johanna. Und wer bist du? Oh, mein Gott! Sie ist einfach zu einem Skelett geworden. Oh, ich habe das Gefühl, als ob mich jemand aus dem Fenster gestoßen hat. Es scheint mir nicht nur so, es war auch so. Mistkerl, dieser. Wenn ich den in die Finger bekomme, kann er was erleben. Nur gut, dass ich mir nur ein paar Prellungen eingefangen habe. Ich hätte auch gut und gerne die Klippen runterfallen können. Na gut, dann mal zum See und sehen, was mich dort erwartet. Ich höre die Stimmen, aber ich sehe niemanden. Komm heraus aus dem Boot! Gloria! Was ist das? Findet dort vorne ein Boot auf dem Wasser? Gloria! Komm sofort zurück! Wenn ich dich hole, wirst du das Gitter berühren. Junge Frau! Kommen Sie vom See, der Regen setzt wieder ein! Die Wellen werfen die kleine Jolla einfach um! Sie ist ins Wasser gefallen. Ich hole sie aus dem Wasser. Warten Sie! Oh, ist das kalt! Oh, ist das kalt! Halten Sie durch! Ich bin gleich bei Ihnen. Nur noch ein winziges Stück. Junge Frau! Gleich sind wir am Ufer. Es ist nur noch ein kleines Stück. So, jetzt habe ich wieder Grund unter den Füßen. Sie ist zu einem Skelett geworden. Offen. Was geht hier nur vor sich? Meinen Sie wirklich, dass ich mich von Ihnen verarschen lasse, Klippstein? Der Polizist ist ein Opfer von Ihnen geworden. Sie sind ja völlig wahnsinnig. Niemand kann etwas dafür, dass Ihre Frau im See ertrunken ist. Ach, auf einmal ist sie nur ertrunken. Bevor der Polizist kam, war ich noch der Mörder, Klippstein. Bleiben Sie da, wo Sie sind. Ich sagte, stehen bleiben. Wollen Sie mich mit der Vase erschlagen? Ja, ja, ich werde es tun! Dann versuchen Sie es doch! Nehmen Sie die Scherbe weg! Nein, niemals! Niemand von uns wird das Haus lebend verlassen! Sie wissen ja nicht, was Sie tun!
Mir kann sowieso keiner mehr helfen. Ich bin ein Mörder. Ich bin ein Verräter. Da hilft uns nur noch der Tod. Zurück! Stirb! Und nun ich. Oh, was ist hier nur geschehen? Johanna! Johanna! Henning! Liebes! Oh. Was geht hier nur vor, mein Schatz? Was ist das für ein schrecklicher Ort hier? Hier erscheinen Kinder, die zu Skeletten werden, Männer, die sich gegenseitig umbringen, der Portier, der eigentlich tot sein müsste, der lebt noch und dann finde ich noch Aufzeichnungen, die von einem Mord berichten. Es war kein Mord. Was? Es war kein Mord. Es war ein Unfall. Jeder hat nur geglaubt, dass es Mord war. Unser unsichtbarer Freund ist nicht der Mörder. Wie kommst du darauf? Es ist ganz einfach. Wir müssen nur alles logisch zusammenfügen. Und ich bin mir sicher, wenn wir die richtigen Schlüsse finden, werden wir auch dem Ganzen hier ein Ende bereiten können. Ich verstehe nicht, was du von mir willst. Wie kommst du darauf, dass wir das Rätsel lösen können? Es kam auf einmal über mich, als ich unten am See war. Es ist alles ganz logisch. Was ist logisch? Das, was hier geschehen ist. Bitte, Henning, sag mir endlich, was du zu glauben meinst. Es geht hier um einen ruhelosen Geist. Oder mehrere. Wiederhol das nochmal. Es geht hier um einen ruhelosen Geist. Mehr nicht. Ein Geist, der seinen Frieden haben will. Und warum will man uns dann töten? Wollte man nicht. Nicht? Nein. Man hat uns Hinweise gegeben. Immer wieder nur kleine Hinweise. Als erstes hörten wir den Mann um Hilfe rufen, nicht wahr? Ja. Da wollte er Hilfe haben, damit wir seine Frau retten. Als zweites erschien uns seine Tochter, die hier irgendwo eingesperrt sein musste. Oben in der Kammer, wo ich das Buch von diesem Portier gefunden habe, sie schien immer frech gewesen zu sein und so sah ihr Vater keinen anderen Ausweg, als sie hier in die Kammer zu sperren. Das muss vor dem Unfall gewesen sein, bevor Gloria ins Wasser fiel. Erinnere dich an den heruntergefallenen Kronleuchter und die nach mir geworfene Vase. Das war alles die Kleine, bevor sie eingesperrt worden ist. Und schließlich sind die Nerven mit unserem liebenswerten Vater durchgegangen, der Klippstein als Bedrohung sah und in seiner Verzweiflung auch noch einen Polizisten aus dem Fenster stieß. Nur, dass ich die Rolle des Polizisten übernommen hatte. Und das bedeutet was? Ich vermute, dass wir die Familie wieder vereinen müssen. Vereinen? Ja. Unten am See ist Gloria ertrunken. Ich habe ihre Leiche gefunden und sie mitgebracht. Oben liegt auch noch die Leiche der Kleinen. Dann lass sie uns zusammenbringen. Fehlt uns nur noch die Leiche vom Vater. Nein. Sie. Ist er das? Ich vermute. Gloria. Lisa. Ich habe euch so sehr vermisst. So sehr. So sehr. So sehr. Damit sind sie wieder vereint. Wohl wissend, dass nun jemand weiß, dass keiner von ihnen umgebracht wurde. Es war nur eine Verkettung schrecklicher Ereignisse. Und dieser Klippstein? Warum war er so real? Ich vermute, dass es sein schlechtes Gewissen war, das ihn immer wieder hierher zurückkehren ließ, mein Schatz. Er musste jemanden hierher holen, damit auch er seine letzte Ruhe findet. Sehr merkwürdig das alles, Henning. Sehr merkwürdig. Nicht wahr? Aber so scheint es gewesen zu sein.
Geisterschocker. Dieser Schock ist erstmal vorbei. Aber Vorsicht, das Grauen geht weiter. Alle Geisterschocker und viele weitere Hörspiele findest du unter www.romantruhe.de.